Freut mich. Soll ich nochmal die Hand fühlen? Darf ich die Hand an? Das ist immer, ich lerne meinen Heilern, dass sie am Anfang jemand die Hand fühlen sollen. Das hängt davon ab, wie sich das anfühlt. Wo ist sie? Setz dich ruhig, die mag ich auch kurz die Hand fühlen. Darf ich dir die Hand geben? Möchte mal fühlen. Ja, interessant. Wenn man sie heute fühlt, heute jetzt oder heute Abend, ich glaube, da wird ein Unterschied sein. Freut mich sehr. Ja, schön. Schön. Gut. So, ich habe hier ein Blatt informiert mit Ihrem Namen, Telefon und solche Sachen. Sag mir noch mal deinen Wunsch, weil vielleicht ist der Wunsch anders geworden, man weiß es nicht. Ja, mein Wunsch ist Heilung. Für? Mich. Gut, das klingt gut. Und was, das Heilung an sich ist mir zu, wenn der Zug irgendwo hinfahren muss, das ist ja fast wie ins Blauen. Ich meine, wir sind heil. Wir sind nicht verschiedene Stückchen, wir sind ein Ding. Wir sind heil, nach meinen Begriffen. Ist nur eine Reaktion auf irgendwas. Was ist denn dein wirklicher Wunsch? Was hinter dem, was meinst du, dass dann kaputt ist? Also ich meine, dass ich fähig bin, mich selber zu heilen Das machst du schon und pausenlos, dass ne? ich auch die Ruhe bekomme eben. Also ist der Wunsch, Dass ich die Zeit und die Ruhe bekomme, ja. dass du mehr Gelassenheit leben kannst. Ist das dein Wunsch? Gelassenheit eher nicht. Nee, dass sie, da bin ich im Außen, dass sie von außen keinen Druck kriegt, dass sie jetzt was machen muss, sondern dass sie mir die Ruhe geben kann, zu heilen. Dass ich von außen keinen Druck. Also wenn ich jetzt ein Löwe wäre, brauche nur mal meine Zähne zeigen und schon habe ich Ruhe. Aber es gibt Menschen, die ihre Zähne nicht zeigen. Gut. Heilung ist mir noch zu weit weg. Nee, weit weg, das passiert ja, das passiert nicht weit weg. Das ist ja mittendrin. Was ist der Wunsch? Was ist dein Wunsch? Ich bin noch nicht dort, wo ich sein will. Ja. Also gut. Mein Wunsch ist, dass ich meine Brüste behalten kann. Also irgendjemand hat dir gesagt, sie müssen. Ah, okay. Irgendjemand hat gemeint, es wäre besser, wenn die Brüste abbekommen. Tja. Hat er auch einen Grund gesagt? Damit der Krebs nicht streut und ja, Okay. weil das halt die normale Vorgehensweise ist. Also, der Wunsch ist, dass du deine zwei Brüste behältst. Ah ja, mit dem Wunsch kann ich was, da kann ich was anfangen. Weil jetzt weiß der Zug, wo der hinfahren darf. Das ist wichtig, ne? Fahren wir nicht irgendwann vielleicht. Mag sie nach Amsterdam und ich gehe mit dem Zug nach Wien. Das passt nicht. Aber jetzt passt. Also beide Brüste behalten. Hab ich ein Hilfsmittel, mein Tensor, dass ich das, was ich nicht sehen kann, fühlen kann. Und wir gehen in die Schule, damit man lernt, was bedeutet denn das, wenn er so macht oder so macht oder was weiß ich was? Ja? Sehr interessant. Sichtbar ist ja nur zwischen 3 und 5%, sagt die Wissenschaft. Ja, wenn das so ist, dann bin ich doch daran interessiert, in diesen unsichtbaren Teil zu schauen, weil da steckt der Hase. Und die brauche ich jetzt. Gut, dann schauen wir nochmal. Ich schaue jetzt mal zuerst, ob der Platz, wenn das so über meine Hand geht, das ist harmonisch. Wenn das
Wenn das so wäre, dann stört irgendwas. Wenn es eine Rechtsdrehung gibt, regt irgendwas auf. Oder gibt es eine Energiezufuhr? Dann gibt es auch noch Linksdrehungen. Dann nervt mir was Kräftiges, dann habe ich einen Energieabzug. Es gibt noch ein paar mehr Variationen, aber mit die paar Sachen kommt man schon ganz weit. Ich sage auch, was ich sehe. Ja? In diese Richtung. So, ich muss erst schauen, ob der Platz für mich in Ordnung ist. Der ist voll in Ordnung. Darf ich das bei dir auch? Magst du stehen? Ja. Und diese Hand kommt vor der Brust. Und jetzt fühle ich über ihre Hand wunderbar, ob der Platz, wo sie steht, neutral ist, damit meine Messungen auch richtig sind. Weil wenn der Platz für sie nicht gut ist, könnte ich zur schräge Messungen, könnte ich was messen, was gar nicht stimmt. Ja? Deshalb braucht man das. So, ich gehe mit dem mal schauen in der Aura. So, die Aura umgibt uns und da sollte es nach rechts rund, sollte gehen. Ist aber nicht. Ja, das heißt, das bedeutet was von der Oberhälfte vom Körper. Sagt mir das was? So, da der nicht rechts rund ist, muss ich schauen, hey, woran liegt das? Welchen möchtest du denn? Das sind Hilfsmittelchen und die tust du auf den Thymusdrüse, genau. Sehr schön. So, und ich fühle einfach mal, was jetzt der Körper abstrahlt. Ich frage nicht mal was ab, ich fühle. Und dabei sehe ich, kannst du mir geben. Danke. Dass dieses Thema, das auf einmal, oh, dieses Ding hat es oben gerundet. Na, was ist dieses Ding? Ein Entstörer für zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt, aha, hier ist ein Thema mit zwischenmenschlichen Beziehungen, was wir runden können. Werden wir besprechen, wie wir sowas einleiten können. Jetzt schauen wir uns das auch an. Interessant. Mach's mal ganz weg. So strahlt das ihr Körper aus und mit dem hat es schon um die Hälfte verbessert. Es war eine Veränderung. Es wird nicht ganz rund. Hiermit. Also das bedeutet, irgendwelchen Plätzen, entweder ihr Schlafplatz, Arbeitsplatz, Entspannungsplatz, oder Essplatz, da gibt es irgendwas, was wir verbessern können. Ja, umso schöner, ne? Umso schön. So, wir schauen uns im Moment nicht an. Man kann ganz viel anschauen, aber damit haben wir schon ganz, ganz viel gemacht. Natürlich können wir um den Körper, nur mal jetzt eine Demonstration, interessanterweise, wir können in der Aura hier noch weiter schauen. Doch, dann, wenn wir eh dabei sind, können wir das mal machen. Das heißt, hier von der Oberseite bis unten habe ich eine Blockade, was die Muskel, Sehnen und Bänder betrifft. Normalerweise sage ich das meinen Kunden nicht, weil das hört sich nicht so prickelnd an. Ja? Aber das ist jetzt nur der Ist-Zustand. Und da geht's tatsächlich um ein Selbstwert, und zwar von oben bis unten. Normalerweise sehe ich das nur an kleinen Teilchen, wenn man irgendwas kann. Allein schon übrigens eine Narbe kann sowas auch zeigen. Schauen wir das mal hier an. Interessant, interessant, interessant. So, von oben bis unten. Na, das ist wohl interessant. Dann schauen wir es unten auch nochmal an. Muss ich kurz das mal. Hopp, ja. Kleines bisschen breiter. Okay. Hier unten könnte man ja mal schauen, ob da auch was reagiert. Ja, gleicher Platz. Gibt es Medikamente, die du nimmst? Nein, Homöopathie. Homöopathische, okay. Gut. So. Unten hat man gesehen, hat sich nichts geändert.
bei dieser Messung. So, jetzt können wir uns hinsetzen. Allein schon mit, ja. Auf der linken Seite hat sie auch die Blockaden. Ja, von oben. Wenn Gegenbänder und alles, was auf der Seite abstrahlt, hat mit Muskeln, Sehnen, Bändern und Knochen und hat alles mit dem Selbstwert zu tun. Ich habe aber ihr heute jetzt was gesagt. Wer hat denn die Macht über dich? Wer entscheidet über dich? Vorher war es noch, ja, der Arzt sagt, das muss weg. Aber es ist ja nur einer, der entscheidet. Und wenn allein diesen Satz, wenn das sitzt, dass sie heute weiß, sie hat das Sagen über sich, das sagt ganz viel über den Knochen, Muskel, Sehnen und Bänder. Weil da hat sie die Wert wieder zurückgenommen. Und überlässt es nicht jemand anderem. Ist ja ein großer Unterschied, wer hier anschafft, was mit mir passiert. Ist das okay? Ich meine, wenn jemand das möchte und sich dabei gut fühlt, dann soll er das tun. Ja, und das ist, der Glaube ist da so wichtig, ja. Wenn ich glaube, der ist böse, dann wäre es für mich natürlich besser, der wie käme weg, weil sonst habe ich ein Problem die ganze Zeit mitzutragen. Also ist das Glaube, was für uns das A und O ist. Ja. Glaube ich an mich oder glaube ich nicht an mich? Und das werden wir jetzt auch gleich überprüfen, wie es mit der Glaube steht. Und damit meine ich nicht eine Kirche oder so. Da meine ich einfach, wie steht es um dem Vertrauen zu uns. Die kannst du ganz oben. Die kannst du ganz oben. So. Ja. Die ist tatsächlich rund. Und das kann den einen Satz die Lösung gewesen sein. Oder vielleicht war es schon so. Ja, das wissen wir jetzt nicht. Ist auch unwichtig. Jetzt ist er rund. Das ist der wichtigste Punkt. Der ist schon mal rund. Ne? Dann jetzt schauen wir mal das an. Hier oben. Jetzt schauen wir mal die Rückseite an. Okay, jetzt schauen wir den Hals an. Jetzt schauen wir das Herzchakra an. Schauen wir nochmal das Herznebenchakra an. Der gehen wir auch nochmal hin. Spürst du ab und zu was an deinem Herzen? Ja. Was spürst du denn da? Weil das ist, was ich spüre hier. Unregelmäßig. Das ist das vierte Nebenchakra. Das kommt im Modul 5 dran. Braucht sie noch nicht auf sein. Unregelmäßigkeit, genau dafür steht das. Jetzt schauen wir mal ein Handbreit, ja, bin ich schon, und zwei Finger unterm Nabel. Ja, na da schon an, wunderbar, das ist unser zweites Chakra. Kann ich nochmal reinschauen. Magst du noch mal zwei Finger breit unterm Nabel? Geht durch die Hose durch. Geht durch die Hose. Interessant. Thema Eierstöcke reagiert auch. Und noch ein paar Sachen mehr. Jetzt. Was sind die Eierstöcke für mich? Für mich sind das die Talente, die jemand hat. Und wenn ich hier sehe, dass das blockierend ist, das ist meistens bei einer Person, die ihre eigenen Talente, die eigene Großartigkeit nicht sieht. Jetzt hast du was gesehen in ihr Gesicht.
wie ich das gesagt habe. Wer hat das gesehen? Alleine, wo ich einen Satz gesagt habe, wie ihr Gesicht. Aber sie hat es schon gefühlt. Das war einfach ein Volltreffer. Wenn wir unsere eigenen Talente sehen und wertschätzen, und da komme ich wieder auf das, was hier sichtbar war im Außen, ja, es fängt ein neues Leben an heute für sie und bei ein paar anderen auch. Höchstwahrscheinlich alle. Okay, eins habe ich noch nicht gemacht, also das freut mich total. Freut mich sehr. Und jetzt schauen wir mal, wie das auf dem Schambein ist. Zweite Chakra, alle weibliche Organe. Mama, ja. Okay. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Hier geht es um unseren Standpunkt, was für einen Standpunkt wir haben. Der Standpunkt vom Arzt oder die Irre. Ich habe das blockiert. Und da geht es um alles Materielle. Zähne ist Material, die Knochen, Muskeln, Bänder ist Material, Haut ist Material, Eierstück ist natürlich auch Material. Brust, was meinst du, ist ja Material. Ja? Und das erste Chakra, da geht es um die Kraft, die dann weiter verteilt werden kann in den darauf folgenden Chakra. Das fängt beim ersten an. Aus dem Grund... Aus dem Grund, dass hier oben die Energie reingeht und erst ab dem ersten Chakra, das ist ein Energiewirbel, was ist ja eigentlich ein Chakra? Ein Strudelung, wo wir die Energie aus dem All bekommen. Damit sind wir mit allen Menschen auch in Kontakt. Nicht nur über die Haut. Okay. Interessant, interessant. Finde ich. Und Thema Haut hat auch blockiert. Merkst du irgendwo was auf der Haut? Nein, das kann aber sein, dass wenn das heute in Heilung geht, das haben wir heute schon gelernt, entzündliche Prozesse kommen in Heilphasen. Ja? Also wenn hier was in die Heilung geht, wovon ich ausgehe, kann das sichtbar werden, kann sein, dass sie das nicht so mag. Nur ich weiß, es ist ein super Zeichen. Ja, bitte das einfach durchstehen, da kommen wir schon durch, weil das ist gerade die Reparatur. Das Gleiche, wenn ich mich geschnitten habe und es entsteht eine Kruste, das ist Reparatur. Schaut nicht so schön aus. Das ist mir bekannt. Aber das kommt auch keiner auf die Idee, um andauernd die Kruste da wegzukrassen. Da braucht man ein bisschen Geduld. Okay? Haben wir das? Ja, dann. So, jetzt haben wir zwei sehr schöne Themen. Jawohl. Na, wir haben ein paar mehr schöne Themen. Und ich mache hier eine Liste. Mit 19 Personen. Und die machen wir zusammen. Der Oberste, das bist du, mit deinem schönen Namen. Mit deinem Namen, wenn es geht. Das war vorhin interessant, weil als geboren bin ich als Ursula, aber schon immer als Uschi gerufen worden. Was möchtest du? Ursula. Schau, die Uschi hätte sich noch die zwei Brüste nehmen lassen. Aber die